Wir sind heute nicht auf der Straße, um für 500 Euro mehr und 5 Stunden weniger zu demonstrieren in der Woche. Wir sind heute auf der Straße, um unsere Arbeitsplätze zu verteidigen, sage ich jetzt auch mal ganz deutlich. Wir sind auf der Straße, um zu zeigen und so hat alles, dass wir die sind, die dieses Land auch mit ernähren. Wir sind ein Teil dieser Gesellschaft und wollen auch so akzeptiert werden. Ich bin Gastronom und wir brauchen die Landwirte. Wir brauchen die Landwirte an unserer Seite, wir brauchen die Produkte, wir brauchen die kurzen Wege. Deswegen sind wir solidarisch mit den Landwirten und deswegen gehen wir auch mit auf die Straße, weil wir einfach die Landwirtschaft brauchen. Im Kern geht es ja um Agrardieselrückvergütung und um die Kfz-Steuerbefreiung. Das wurde ja die Steuerbefreiung, das wurde schon zurückgenommen, die Agrardieselrückvergütung nicht. Also eine Rücknahme auf 2 Jahre ist keine Rücknahme, dass, wenn das in 2 Jahren wegfällt, dann hätten sie auch gleich machen können. Wir haben aber noch viel mehr Probleme. Das ist eigentlich das, was das fast zum Überlaufen gebracht hat. Da sind Umweltauflagen, die fernab der wirklichen Realität sind. Wir müssen hier 4% Ackerfläche stilllegen und in Afrika verhungern Kinder. Also das kann es eigentlich nicht sein. Dann ist es so, wir haben ja heute auch den gesamten Mittelstand eigentlich hier. Wir alle sind betroffen durch die CO2-Steuern, durch die Maurerhöhung, 82% Maurerhöhung. Wenn man mal guckt, auch für unseren Betrieb, wie viel eigentlich auf der Straße passiert, wie viel wir an Lkw-Transporten haben. Und das wird ja alles erheblich teurer und das betrifft auch alle anderen, auch Handwerksbetriebe, Gastro. Das betrifft einfach alle, deswegen haben wir hier den Schulterschluss, deswegen stehen wir zusammen.